Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Tinkerbell. Und zwar möchten wir euch zwei weitere Möglichkeiten zeigen, einen Hund zu Hause zu beschäftigen. Entweder wenn das Wetter doof ist und ihr draußen nicht so aktiv sein könnt oder wenn ihr vielleicht mal nicht so viel Zeit für den Hund habt. Ja, und was genau das ist, seht ihr jetzt gleich im Video. Ich habe zwei Sachen bei Amazon bestellt und zwar, einmal hier so ein Schnüffelteppich. Tinkerbell dreht wieder total durch. Und von Trixie, da gibt es ja extra Intelligenzspielzeuge für Hunde. Da haben wir jetzt Level 2 genommen und das ist dieses Flipboard hier. Wir haben auch schon ein Spielzeug Level 1. Dazu werde ich euch das Video mal verlinken. Das nennt sich Gambling Tower. Man kann das eben steigern und wir dachten, wir werden mal ein neues Spielzeug ausprobieren. Den Schnüffelteppich gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben die kleinste genommen, da Tinky halt so ein Mini ist. Aber das könnt ihr auch für eure Hunde holen, wenn ihr große Hunde habt. Ich werde euch alles in die Beschreibung verlinken. Ja, so schaut das Ganze aus. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe einfach beige genommen, weil es neutral ist und hier ganz gut reinpasst. Aber da könnt ihr natürlich nach euren persönlichen Vorlieben entscheiden. Wie ihr seht, Tinkerbell findet den Teppich jetzt schon sehr interessant, obwohl noch keine Leckerlis versteckt sind. Mit dem Schnüffelteppich kann sich der Hund natürlich alleine beschäftigen. Das heißt, ihr bereitet das vor. Und zwar versteckt ihr hier zum Beispiel Leckerlis oder Futter, je nachdem, was ihr möchtet. Und hier sind halt extra so Öffnungen. Hier überall könnt ihr Leckerlis verstecken. Das kann man alles hier so aufschlagen und der Hund muss dann einfach versuchen, ja, die Leckerlis zu finden. Wir werden jetzt diesen Teppich vorbereiten. Wir benutzen heute diese Leckerlis, denn das sind Tinkys Lieblingsleckerlis. Schon seit 3 Jahren, ne? Sag mal was. Yo. Ihr könnt natürlich die Leckerlis benutzen, die eure Hunde am liebsten mögen, aber am allerbesten würden sich Leckerlis eignen, die klein sind, weil die hier sind schon recht groß, die machen wir halt klein. Aber wenn ihr gleich kleine kauft, habt ihr keine Arbeit damit. Tinky ist jetzt gerade draußen und wir bereiten hier alles vor, denn mit Tinky ist das natürlich nicht möglich, wie gesagt. So, wir machen jetzt halt die Leckerlis klein, aber besser ist es, wenn ihr einfach so kleine kauft. Es gibt ja so Trainingsleckerlis, die könnt ihr ganz easy verstecken, kann der Hund auch dann leicht futtern, da muss man ein bisschen länger kauen. Die nehmt ihr jetzt einfach und versteckt die hier, wo ihr möchtet. Am besten so, dass der Hund schon ein bisschen suchen muss, dass er ein bisschen gefordert wird. Dieses Versteck finde ich ziemlich schwierig, also hier. Gut, aber die Hunde riechen das ja, ne? Dann verstecke ich noch ein Leckerli hier und hier auch eins rein. Dann machen wir noch hier eins rein. Wo könnten wir uns ja noch verstecken? Vielleicht hier. Arthur hat auch noch eins versteckt, aber ich würde sagen, das langt jetzt. Rest kommt weg. Tinky ist halt so ein Hund, sie ist total aufgedreht. Das werdet ihr gleich merken. Also die flippt wirklich komplett aus, wenn es um Leckerlis geht. Tinkerbell ist jetzt da und jetzt geht's los mit der Suche nach den Leckerlis. Los, such, such. Damit fordert ihr den Hund auch ein bisschen. Er muss sich ja quasi Leckerlis, ja was heißt verdienen, aber es dauert ja ein bisschen, bis er die Leckerlis hat. Und er muss auch ein bisschen was dafür tun. Strengt den Hund ja auch irgendwo an und ich denke, so kann man den Hund zumindest ein bisschen auslasten. Sie ist halt immer so aufgeregt, wenn es um Leckerlis geht. Dreht sie echt, und dann sucht sie immer unterm Teppich, das ist geil. Sie versteht nicht, dass es nur oben im Teppich ist. Ich sagte ja, dieses dieses Versteck wird nicht so easy sein. Ich wusste gar nicht, dass das... Ah, das ist offen. Aber nur bei der jetzt mal. Okay. Ja, Tinky sucht halt unterm Teppich. Sie riecht das Leckerli, aber sie versteht es nicht. Such mal hier. Und gefunden, ha? Wie viel sind es noch? Wie viele Leckerlis? Zwei Stück muss Tinkerbell noch finden. Also mega lange kann sich der Hund damit jetzt auch nicht beschäftigen, aber so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, fein, ha? Jetzt fehlt noch eins, Tinkerbell, oder? Ja, heiß, heiß, heiß. Und? Ich glaube, du musst noch eins weiter graben. Weißt du, sie hat es fast, ne? Ja. Ja, hier ist er kalt, Tinkerbell. Kalt, kalt, kalt. Sie cheatet.
Tinkerbell. Schmeißt die ganze Decke. So kriegt sie es auch, guck. Ja, weil sie cheatet einfach. Ja, jetzt hat sie es gefunden. Tinky hat jetzt alle Leckerlis gefunden. Diese Schnüffelteppiche könnt ihr auch übrigens selbst machen. Wir haben halt einfach einen fertigen gekauft, weil ich auch einfach mal schauen wollte, wie Tinkerbell das gefällt. Und ich bin nicht so gut im Nähen, deshalb habe ich diese Variante gewählt. Jetzt kommen wir zu Variante 2, und zwar spezielle Spielzeuge für Hunde zur Beschäftigung. Und ja, zur Auslastung. Hier in dieser Beschreibung findet ihr auch nochmal Tipps und Tricks. Da steht auch drin, man sollte das Ganze nicht länger als 10 Minuten pro Trainingseinheit machen, weil man ansonsten den Hund damit überfordern würde. Tinkerbell denkt noch immer, im Schnüffelteppich ist was versteckt. Hier seht ihr das Flipboard. Dafür gibt es auch noch zwei Aufsätze. Die steckt man hier auf. Und ja, Ziel ist es natürlich, die Leckerlis rauszuholen, aber das erfordert ein bisschen Geschick. Ja, der Hund muss zum einen mit der Pfote hier das Ganze öffnen, um das Leckerli rauszubekommen. Hier muss der Hund mit der Pfote schieben und das halt einfach umwerfen. Also ich denke, das wird wahrscheinlich hier schwierig sein. Das mit dem Schieben, weiß ich nicht, ob sie das versteht. Ich denke, das ist noch einfacher. Ja, wir werden das Ganze jetzt mal mit Leckerlis auffüllen und dann geht's los, Tinkerbell. So, dann stecke ich das hier auf. So, das war's. Das Flipboard wäre befüllt. Mal schauen, ob sie das jetzt alleine versteht. Das ist alles nur Glück. Sie macht einfach so lange, bis es funktioniert. Also ich persönlich habe das Gefühl, dass dieses Flipboard, oh mein Gott, wie schlau hast du, sie hat es mit der Nase aufgemacht, ja, ne? Also ich persönlich habe das Gefühl, dass das Flipboard viel einfacher ist für Tinkerbell als der Turm. Und der Turm war Level 1. Schön. Und das Flipboard hier ist Level 2. Aber die Teile sind schwer, so umzuschmeißen. Echt? Ja. Ja, wirf um. Noch, noch. Ja, jetzt hast du es wieder gerade gemacht, Tinkerbell. Ja, fein! Wie sie sich irritieren lässt. Oh, fein! Mit der Schnauze hat sie es aufgemacht, also das ist schon... Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie das mit der Pfote macht. Ja. Wow, mega Tinkerbell. Ganz ruhig, ganz gelassen. Also bei dem Turm war sie aufgeregter. Hier ist sie auf jeden Fall ein bisschen entspannter, ne? Ja. Fürs erste Mal. Tinkerbell hat noch nie mit diesem Spielzeug gespielt. Ja, fein, das war's auch schon. Wir haben uns das extra aufgehoben, um euch ja, das live zu zeigen, wie Tinkerbell darauf reagiert. Ja, Tinky, ist das alles leer? Also, ganz ehrlich, das ist Level 2. Und das hat sie... Wir haben ihr nicht mal Hilfe gegeben oder sonst irgendwas. Sie hat ja alles selber gemacht. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon ein Spielzeug Level 1, Level 2 und Level 3 ist die höchste Schwierigkeitsstufe, die es gibt. Und ich denke, wenn man mehrere Spielzeuge hat, kann man so ein bisschen abwechseln. Ja, je nachdem, wie ihr mögt, vielleicht so ein-, zweimal die Woche dieses Spielzeug hinstellen. Dann wechselt ihr ein bisschen ab. Zum Beispiel Level 1 und 2. Ja, und wie ihr seht, für Tinkerbell war das absolut keine Herausforderung. Ging ziemlich leicht. Arthur füllt das Ganze nochmal auf. Und ja, wir wollen mal schauen, wie lange sie jetzt braucht. So. Ich denke mal so 30 Sekunden wahrscheinlich oder 45 Sekunden und das Ding ist leer. Eins noch, ne? Zwei. Zwei noch. Ja, fein. Noch eins. Ja, das letzte Fach.
Das war's für heute. Tinkerbell hat auf jeden Fall jetzt genug Leckerlis bekommen, aber auf spielerische Art und Weise, nicht einfach so. Der Schnüffelteppich hat ihr auch auf jeden Fall gut gefallen, das habe ich gemerkt. Und Tinky liebt es einfach, wenn sie so ein bisschen, ja, gefordert wird und die Leckerlis nicht gleich bekommt, sage ich mal. Ich glaube, das macht ihr sogar noch mehr Spaß, als wenn man dir sie einfach so gibt, ne? Heute haben wir euch ja zwei verschiedene Varianten vorgestellt, einen Hund zu Hause zu beschäftigen. Es gibt natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten, aber diese zwei habe ich mir rausgesucht. Ihr findet den Schnüffelteppich und das Spielzeug in der Infobox. Ihr könnt auch mal in Amazon schauen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Spielzeuge. Vielleicht auch ein Spielzeug, was für euren Hund ein bisschen besser geeignet wäre. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Größe an. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ich denke, Tinky hatte auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis im nächsten Video. Ciao!